Genau, was geht bei euch ab? Junge! Willkommen zurück zu einer Folge Rust. Wundert euch nicht, ich hab da Mackwisch viel Stress gehabt. Bei mir heißt Stress immer Pickel! Ja. Aber nichtsdestotrotz bin ich bei Rust gestorben. Mehrfach. Oh mein Gott. Fuck. Nein. Fuck. Puh. Jetzt hat jemand geschlappt. Ich bin ziemlich nah an einem Haus. Guck mal da vorne. Ich bin zwischendurch zweimal gestorben. Nee, dreimal. Hab dann jedes Mal wieder meine Ressourcen gesammelt und bin immer an diesen Punkt gekommen. An diesen hier. Moment. Ich dachte mir, hier baue ich ein kleines Haus, einfach in ein kleines Steinhaus. Wurde mir auch gerade schon von den Mitspielern hier geraten, damit ich nicht andauernd so behindert bin. Ich höre gerade, dass hier ab und an gewiped wird der Server und dann ist immer alles weg. Das heißt, vielleicht sterbe ich ja nicht die ganze Zeit, sondern es ist einfach nur der Wipe eben. Ihr erinnert euch bestimmt noch an die letzte Folge, da waren wir an der Kuppel und die Kuppel ist da vorne. Moment, noch ein bisschen besser hinstellen. So, da vorne ist die Kuppel. Da habe ich mich reingelegt. Und so wie es aussieht, bin ich da noch nicht mal gestorben, sondern da war einfach der Wipe des Servers und da wurde alles auf Null gesetzt, donnerstags. Es ist im Moment wohl noch so wegen den Updates, deswegen ist es ziemlich behindert, Rust zu spielen. Ich will das noch ein bisschen spielen, aber wisst ihr, alles, was ich aufbaue, ist eh donnerstags wieder weg. Aber keine Sorge. Ich war das Wochenende sehr, sehr fleißig. Hab viel Geld verdient, wisch. Und werd mir Ark holen. Fuck. Da unten baut einer rum. Ich kann mich hier nicht niederlassen. Ich renne noch ein Stück weiter. Ich habe übrigens hier eine Hose an. Guck, das ist immer das Schlimmste. Man schadet 9 ist einfach nackig. Mit so einem Dödel. Ich kläre das kurz noch ab mit dem Kollegen durch. Was die dazu sagen? Die Stammspieler. Wollte nur mal Hallo sagen. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Ich denke, nach dem Donnerstag wird es mindestens einen Monat dauern. Bis zum nächsten Vibe. Super. Das heißt, man kann also noch mehr aufbauen, dass man dann verliert. Es ist so klar, der Wisch. Es ist so... Oh mein Gott. I'm standing under heavy attack, glaube ich. Hast du gehört? Ich habe noch keinen Stein. Das ist das Blade, Wisch. It's a fucking horse. I can't believe it. It's a horse. Ja gut, dann baue ich vielleicht doch ab Donnerstag. Spiele ich hier noch ein bisschen weiter. Dann möglicherweise werde ich doch noch ein paar Folgen bringen. Je nachdem. Ja, aber Ark hole ich mir trotzdem. Noch ein bisschen Korn naschen. Ein bisschen Korn. Bauen wir uns da oben irgendwo hin. Oder hier in die Bushes? Ah. Immer da, wo Steine sind. Das ist immer cool, wo man sich so in die Steine reinbauen kann. Das ist, glaube ich, ein besserer Plan, wie hier irgendwie bei Leuten zu bauen. Und da ist er auch schon fertig. Hab mich kurz oben in den Busch gestellt mit den Leuten geschrieben. Ja, guck mal hier, 55. Batsch! Batsch! Yo, Black Betty! Rambadam! Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ich habe ja vor, naja, wird sich schon lohnen. Oder du wartest, bis es wieder ein wenig runtergesetzt ist. Ich habe vor, mir Ark zu holen. Ark! Unter anderem habe ich da mit Monsieur Onkel Bunkel. Dann vielleicht wollte ich da mal bei ihm mit onkeln. Und mal eine Runde Steve Urkeln. Das wäre schon eine leicht zuckrige Geschichte. Und auch generell so, Ark ist schon, ist schon cool, ne? Du bringst im Ark in the Dark Night. Oh, 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 merkt das? Spitze die House-Vibes, wie sie hier wehen. Oh Gott, hier baue ich sowas von ein Haus hin. Oh Gott, was das hier für ein Haus wird, das ist ja abnormal. Merkt das, wie sich schon die Mauern um das Herz errichten, von ganz alleine. Praktisch, wenn man so will, ja, theoretisch gesehen, also funktionellerweise. Ich nehme ein Stück nach da oben und gucke, ob es da vielleicht noch häuseliger ist. Da müssen wir kurz ein Auge drauf werfen. Ich nehme einfach mal an, da kann man noch was Schöneres hier bauen, oder nicht? Hier merke ich auch aber ordentlich die Häuslichkeit. Oh, wow, wow. Oh, wow, 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 wow. Merkt das? Merkt das? This is the house place. This is it. Merkt das? This is it. Oh, wow, wow, this is it. Da unten in der Versenkung, oder? Bauen wir unser Haus in die Versenkung? Ich weiß es nicht. Bauen wir es hier in diesen Grafikfehler rein? Guck mal, da kann ich immer durch den Berg durchgucken. Also, ich glaube, wenn da... Moment mal, da ist ein Fass. Ey, manchmal kommt da eigentlich was, also bei mir kam bis jetzt immer was rausgeflogen, da war es immer was Cooles drin, nicht? Entweder ein Schleck oder eine Bombole. Aber das ist ein deutscher Baggersee, ja? Kennt er. Da hinten wäre das andere Haus gewesen, ich muss halt den Ort wiederfinden. Bei mir ist es echt ziemlich stark ausgeprägt, dieses, das räumliche Denkvermögen, beziehungsweise diese Areal, die man benötigt, um sich zurechtzufinden in einem Areal, sind bei mir vor allem bei Spielen extrem stark ausgeprägt. Ich laufe den Weg und zack, ich weiß einfach, wo alles ist, sofort, bumm. Und ich habe jetzt von vielen Positionen immer wieder den Weg zu dem ersten Platz gefunden, den ich euch vorhin gezeigt habe. That's it, Robert. That's the house. Okay, gut. Wie kann man Häuser bauen? Los! Die Bananen. Nee, man braucht, glaube ich, ein Papier. Ein Papierle? Der Paper? Ich mache jetzt mal ein Papierle. Solange das Papier am Werkeln ist, holen wir uns noch etwas Holz. Die Holzvorräte gehen langsam, aber sicher zur Neige. Haben wir noch, wie viel Steine haben wir denn? 720 Steine. Geht. Ich bin ganz ehrlich. Geht. Schrecklich, oder, wenn Leute sowas sagen. Ich bin ganz ehrlich. Oder, was gibt's noch? Ja, auf gut Deutsch gesagt. Oh Gott, wer sowas sagt. Also wirklich. Hört auf. Ja, ich meine auf gut Deutsch. Das sagen eigentlich immer nur Idioten. Was wollte man jetzt gerade machen? Ah ja. Building plan. Let's build a building plan. Let's do it.
wie es einfach 30 Sekunden dauert, ja. Wenn der direkte Spiel ausmachen, oder ich? Holz, ich brauch Holz. Yo, Black Betty. Bim-bim. Yo, Black Betty. Bim-bim. So, the building plane is ready, like your daddy. Also, je höher man geht, genau, desto besser, desto cooler wird's. Das heißt, wenn wir ungefähr auf dieser Höhe anfangen, können wir, ne? Ihr versteht mich, oder? Ihr versteht mich, Kinder. Ich mach's gerade mal. Oh. Ach, guck mal, du. A Foundation. Ja, machen wir mal eine Foundation. So. I made a wooden foundation. Ich bin so ein Häuslebauer. Ey, jetzt guck doch gerade mal da hin. Ich kann nicht in den Stein einbauen. Ey, das ist ja mal eine Schweinerei, das ist da. Ja, ist ja mal. Wie? Würde mich ja verjuckeln? Geht das doch nicht, Mensch. Herr Bett. Aber auch einfach mal, nehmen wir mal den kompletten Platz, den wir nehmen können. Ist ja ultra schwach. Ich dachte, das wird einfach immer höher dann, die Beinchen. Aha, oder stand ich noch falsch? Muss ich mich vielleicht aufstellen auf den Ghost? Super runtergefallen. Super, super. Ja, das ist so jetzt wieder gerade mal klasse gelaufen, du. Mir wurde gesagt, ich soll es aus Stein bauen und das mache ich auch. Aber erstmal diese winzigen kleinen Fichten hier. Auch obwohl, wenn am Donnerstag eh nochmal gewiped wird, muss ich jetzt nicht ultra safe sein, oder? Your active item is broken. Also, natürlich wäre es doch vorteilhaft, wenn ich es eher aus Holz bauen würde. Man kann es ja noch verstärken, weil ich hier sehr viel Holz habe, aber sehr wenig Stein. Also ich sehe gar keinen Steinklumpen, den ich abbauen kann. Also, aber wir brauchen... Lass mal kurz gucken. Nein, bin ich schon wieder runtergefallen, ich Affenkind. Um Himmels Willen. Lass kurz gucken. Und jetzt habe ich den mit dem Hammer kann ich jetzt verstärken. Moment. Upgrade to wood, upgrade to stone. Ich upgrade das mal mit wood. Ah, guck mal, das sieht doch noch was aus, oder? Also. Aber bevor ich jetzt irgendwas upgrade, baue ich eine Türche. Ich mache hier auch ein Doorway rein. Erstmal, dann ist das hier mein kleines Häusel, in dem halt alles erstmal drin steht. Sonst habe ich nichts. Und dann vergrößere ich mich dahin. Wisst ihr, dass ich jetzt nicht ultra viel Scheiß holen muss? Ich könnte überlegen. Dafür brauche ich dann dennoch zweimal so ein Schloss. A simple lock which is locked and closed using keys. Ich mache jetzt mal dieses Lock. Natürlich ist jetzt die Frage, wie stelle ich Keys her? Wo kriege ich denn den Schotter her, der Keys? Ich frage einfach mal in die Runde. Ach, oder warten wir mal. Vielleicht ist mit der Herstellung eines Schlosses dann ja so direkt was, keine Ahnung. Diese Türen kann jetzt jeder öffnen. Das Schloss ist jetzt soweit. Jetzt gucken wir mal. Create a key. Das gefällt mir schon mal sehr gut mit diesen, also ich brauche generell natürlich, ich muss einfach nur abschließen dann, wenn ich soweit bin. Guckt euch das, oh, das Haus durch. Das ist schön. Ich weiß noch, früher haben wir um unsere Häuser herum immer ganz viele Poller gebaut, damit da niemand mehr was dran hinbauen kann und sowas. Aber ich glaube, jetzt ist es ja eh so, dass das Bauen blockiert ist für die Leute hier. Man kann nichts bei mir reinbauen, glaube ich. Also, wir sind jetzt erstmal in unserem Häuschen. Wir können das hier noch upgraden ein bisschen. Hat jemand geschossen? Ist alles zu? Ja. Oh Gott, wie viel Holz habe ich noch? War noch ausreichend. Und hier ist auch schon unsere erste Storage Box. Schaut mal. Oh, ich weiß. So, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt hier unseren Schlafsack, ein kleines Feuerchen und eine Truhe. Mit unserem Jumbumble drin. Soweit, so gut. Ich würde sagen, das ist auch hier direkt das Ende der heutigen Folge. Und ja, ich werde jetzt das Feuer löschen und mich dann ins Bettchen legen. Ich glaube, dass ich dann cool bin. Also dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.